Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Beim letzten Mal haben wir den Hafen von Alexandria zerlegt mit Mammutpanzern und jetzt müssen wir uns um Kairo kümmern. Wir haben die Bestätigung, dass die Atomwaffe, die Philadelphia zerstörte, hier gezündet wurde. Nord ist auf der Flucht und hat nichts zu verlieren. Sie werden also ihr volles Nukleararsenal zünden. Doch das lassen wir niemals zu. Schalten Sie das Silo und die Steuereinrichtung aus, Commander. Diese Mission ist die Rache für alle Toten auf der Philadelphia. Eher unwahrscheinlich. Trotzdem, los geht's. Gut, gucken wir mal. Initialisiere Video-Uplink. Nord bereitet einen neuen Atomangriff vor, Commander. Die Startrampe muss schnell zerstört werden. Dann sammeln Sie Ihre Truppen und löschen die gesamte Anlage aus. Empfange Nachricht. Die Nuklearanlage ist eine Gefahr für die gesamte GDI. Zerstören wir sie, bevor noch eine Rakete abgefeuert wird. In diesem Gebäude ist das Nord-Hauptquartier, das diese Region verwaltet, untergebracht. Zerstören Sie es, um Nord aus Ägypten zu jagen. Liebend gern. Liebend gern. Kann ich hier Zone Trooper bauen? Nein, dafür fehlt mir das Technologiezentrum. Das bauen wir jetzt gleich als erstes. Und danach bauen wir die zweite Raffinerie. Wo haben wir denn noch Tiberiumfelder? Ist da hinten noch ein? Neues Bonusziel. Blaues Tiberium. Der Raketensilo hat eine Schwäche. Und zwar diese Kraftwerke hier. Zerstören wir sie, verzögert das den Start der Rakete. Habe ich vor. Und hier hinten gibt es blaues Tiberium. Das muss ich unbedingt einnehmen. Das heißt, ich werde gleich mal auf Erkundungstour gehen. Wir sind hier. Da ein Zone Trooper. Mal gucken, was hier hinten so los ist. Feindliche Einheiten in Sicht. Trooper. Oh ja. Naja, ich glaube, die bewachen den Durchgang. Aber normale Infanterie ist ja keine Gefahr für einen Zone Trooper. Bau abgeschlossen. Einheit verloren. So. Gucken wir mal hier hinten hin, dass ich das besser verteidigen kann. Neue Bauoptionen. Und dann baue ich zum einen einen Surveyor. Ausbildung. Und zum anderen eine Raffinerie. Nein, ein Kran zuerst. Wird gebaut. Damit ich zwei Baulisten habe. Start der Atomrakete in 7 Minuten. Ja, es ist genug Zeit. Dieser Nordstützpunkt ist gut gesichert, vor allem das Haupttor. Suchen Sie andere Zufahrten, um durchzubrechen. Bereit für Basiserweiterung. Okay, ich krieg das schon hin. Bau abgeschlossen. Zweite Bauliste. Wird gebaut. Raffinerie. Waffenfabrik. Wird gebaut. Surveyor. Dahin. Wo sind die Soundspur? Da. Unsere Befehle. Oh, die sind ja auch fast tot. Unterwegs. Na, ist egal. Vielleicht treffe ich auch einfach. Feindliche Ach, Kacke. Okay. Alles klar. Surveyor, halt, stopp, zurück. Ich brauche jetzt Raketenabwehr. Heißt, ich brauche. Na, ist egal. Ich kann ja die eine Raffinerie gleich verkaufen. Das ist ja nicht wurscht. Ich brauche Pitbulls. Bau abgeschlossen. Waffenfabrik. Dahin. Neue Bauoptionen. Raffinerie. Dahin. Ja, ist egal, ich verkaufe die ja eh sofort wieder. Tschüss. So, dann rüste ich dieses Kraftwerk auf. Das kostet eigentlich ein neues 800. Das ist 300 mit dem Aufrüsten ein bisschen billiger. Pitbulls wollte ich bauen, genau. Brauche ich mal 3 Stück. Wird gebaut. Halt, stopp, brauche ich nicht. Waffenfabrik. Ach, ich kann ja auch schon Mammutpanzer bauen. Gut, dann baue ich wieder Mammutpanzer. Pitbull ist einsatzbereit. 5 Stück erstmal. Und da muss ich gleich mit den Pitbulls darüber und die Lufteinheiten ausradieren. Pitbull ist einsatzbereit. Dass ich mich zum blauen Tiberium ausbreiten kann. Und da muss ich irgendwie jetzt mal ganz schnell eine Möglichkeit finden, eventuell mit dem Airfield. Ich weiß aber nicht, wie viel Luftabwehr hier ist. Das ist das Problem bei der ganzen Kiste. Ziel wählen. Und hier habe ich nicht genug Platz, ne? Schade. Hier sind keine Flugabwehrstellungen, Sir. Wollte ich gerade meinen. Okay, alles klar. Wird gebaut.
Dann baue ich jetzt Flugfelder. Dann breche ich die Mammutpanzer nochmal ab. Bau unterbrochen. Brauche ich nur einen. Ein Mammutpanzer. Ein Mammutpanzer wird nicht schaden. Und wo steigt die Party? Bau abgeschlossen. Airfield 1. Neue Bauoptionen. Und noch ein zweites. Wo ist der? Da. Orcas. Ausbildung. Ziel wählen. Roger. Bomber unterwegs. Mach ich mal einen Bomberangriff da drauf. Bau abgeschlossen. Start der Atomrakete in 5 Minuten. Feindliche Einheiten. Ah, shit, die sind zu weit rüber geflogen, die Dinger. Aber das müsste. Ja, 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 okay. Die sind viel zu weit rüber geflogen. Ich kann aber hier außen rum gehen. Hier sind nämlich keine Abstellungen. Und dann ist hier hinten. Ja, doch, hier sind Flugabstellungen. Aber ich kann immerhin ein paar von diesen Raketendingern vernichten. Wäre zwar schon eine Maßnahme. Einheit verloren. Haben Sie im Visier. Wo sind die Mammutpanzer hin? Oh, okay, das ist jetzt nicht so schön. Wo verstecken Sie sich? Orca bereits zum Abheben. Feind anvisiert. Greife an. Um den Start zu verhindern, unterbrechen Sie die Stromversorgung des Raketensilos. Ja, ich weiß, dass ich die Stromversorgung des Raketensilos unterbrechen muss. Das brauchst du mir nicht sagen. Panzerdivision ausrücken. Ziel bestätigt. Orca bereits zum Abheben. Ich brauche die Kohlen für den Mammutpanzer. Jetzt kann ich nämlich meine Basis nicht mehr verteidigen. Und da hinten ist blaues Tiberium, da muss ich auch irgendwie hinkommen. Ich glaube, ich hole mir jetzt mal eben eine Bloodhound-Einheit. Nähere mich der Landezone. Und dann werde ich mit denen nämlich da drüben das Tiberium-Feld sichern. Dann kann ich nämlich auch den Surveyor darüber schicken. Warum dauert das denn so lange mit dem Bauen? Achso, vielleicht sollte ich auch auf Bauen klicken, dann wird er auch fertig, ne? Und das zweite Airfield, da. Zu wenig Energie. Ja, ich weiß, ich habe zu wenig Strom. Mammut, einsatzbereit. Dann baue ich mal noch ein neues Kraftwerk. Ausbildung. So, hier nochmal 4. Und dann bauen wir hier nochmal einen Mammutpanzer. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Und hier bauen wir jetzt die Raffinerie. Gebaut. Noch eine zusätzliche Raffinerie. So, jetzt muss ich aber zusehen, dass ich mir eben diese Kraftwerke zerstöre, sobald die 4 Orcas... Orca bereit zum Abheben. Genau, sobald die 4 Orcas fertig sind, kümmere ich mich darum. Und nochmal einen zweiten. Mammut. Orca bereit zum Abheben. Gruppentransporter. Unzureichende Mittel. So, Team 2. Wie, ich habe unzureichende Mittel. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Bau abgeschlossen. Kann gar nicht sein. Laber kein Müll von wegen unzureichendem Mittel. Mammut, einsatzbereit. Gut, pausieren wir den nochmal, dass ich die Kohlen für die Orcas habe. Mir fehlt ja nur noch einer. So, du raus, du rein. Bisschen flotter. Ich habe nur noch 3 Minuten Zeit. Um die Kraftwerke zu zerstören. Start der Atomrakete in 3 Minuten. Ist mir bekannt. Auf diese Weise können unsere Einheiten natürliche Hindernisse und Bodenstellungen überwinden. Auf welche Weise? Feindliche Einheiten. Orca bereit zum Abheben. Unbesiegbar. Scheiße. Ja, Sir. Basis-System online. Unsere Basis wird angegriffen. Unterwegs. Team 3. Einheit wird angegriffen. Schnell hierhin, schnell. Mocker-Einheit. Angriff. Komm, zerstört die Jungs hier. Angriff laut. Okay. Zurück zur Basis. Kehr nach Hause zurück. Mammutpanzer. Ach, da kommt ja noch mehr. Okay, jetzt aber, da ich alle Orca habe, kann ich jetzt nur noch ein paar Mammutpanzer bauen. Jetzt verliere ich gleich meine Infanteriekaserne. Also wirklich. Mammut, einsatzbereit. Greife an. Feuer, 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 zerstört sie, komm schon. Einheit wird angegriffen, Einheit verloren. Bereit. Ich brauche noch mehr Mammutpanzer und mir läuft gerade die Zeit davon. Bin unterwegs. Meine Befehle. So, jetzt aber nochmal das Ganze. Commander? Auf geht's. Roger. Start der Atomrakete in 2 Minuten. Ich weiß, ich versuche gerade die Stromversorgung zu zerstören. Ich weiß aber nicht, wie lange ich gegen die beiden Raketenjumps hier aushalte. Einsatzbereit. Roger. So. Alle Systeme online. Hier rum.
Da rein. Komm schon, zerstört das Ding schnell. Gut. Jetzt die Kraftwerke. Los, weg damit. Hey, weiter. Positiv. Stabilisatoren aktiviert. Ja, Sir. Positiv. Okay, komm, dann flieg mal zurück. Mitten durch, ist egal. Mammut, einsatzbereit. Ist nicht mehr wichtig jetzt. Das Bonusziel ist erreicht. Rakete wird nicht mehr abgefeuert. Jetzt kann ich Mammuts bauen und dann kümmere ich mich darum. So, ihr fahrt jetzt hier hinten rum. Unterwegs. Wir kommen. Und dann laufe ich jetzt auf diese. Geheimdienstdaten aktualisiert. Da sind sie ja. Haltet durch. Komm, haut sie weg. Haut sie einfach alle weg, die Jungs. Wir wachen hier durch das. Und den auch. Gut, wo ist mein Surveyor? Da. Mal sehen, was da los ist. Darüber. Wie ist es da drüben? Commander? Da drüben wartet ein blaues Siberiumfeld auf dich. Ausbildung. Ist denn einer lebend zurückgekommen? Nein. Okay, alle zerstört worden. Ist natürlich jetzt nicht ganz so geil. Aber auch wiederum nicht zu ändern. Völlige Überlegenheit bereit. Lass mal hier drüben hingehen zur Reparatur. Mammut-Panzer bereit. Brauchen wir mehr Platz? So, das ist der Surveyor. Ich will dieses blaue Tiberium-Feld, weil das gibt richtig Asche. Unsere Basis wird angegriffen. Ach, Leute, ey. Ich komme. Mammut, einsatzbereit. Mammut, Panzer bereit. Auf dem Weg. Oh, hier geht noch aggressiv. Dann können wir nebenbei noch auf die Jungs schießen. Völlige Überlegenheit. Energiezufuhr der Nuklearanlage reaktiviert. Ziel wählen. Koordinaten erhalten, bereit. Vielleicht klappt es ja. Mammut, einsatzbereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Vielleicht kommen die ja drüben durch. Sind ja beim letzten Mal auch durchgekommen, die Jungs. Einheit wird angegriffen. Mal sehen, ob es klappt. Einheit verloren. Wir müssen ja nicht viel Schaden machen. Wir machen zu wenig Schaden. Okay, das ist doof. Egal, ändert nichts dran. Raffinerie dorthin. Wird gebaut. Zweite. Bau unterbrochen. Pause. Hier, Pitbull. Wie schnell die zweite Raffinerie krieg. Ja, Sir. Einheit wird angegriffen. Ich muss sie mal ein bisschen aufräumen, glaube ich, gleich. Ich habe aber noch nicht genügend Mammutpanzer, um da reinzufahren. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Dahin. Komm nochmal raus. So, tschüss. Gebäude verkauft. Vorsicht mit dem Sammeln, hier. Blaues Siberium ist super geil. Gibt mir richtig viel Asche. Bereit. Und ich baue mal eine zweite Waffenfabrik, weil ich schneller Mammutpanzer produzieren möchte. Wird nein, nicht, keine Kaserne. Ich möchte eine zweite Waffenfabrik haben. Dankeschön. Hier weiterbauen, genau. Und dann hier brauche ich nochmal ein paar Orcas. Ausbildung. Erstmal vier. Was kostet so ein Ding überhaupt? 1100? Okay, alles klar, passt schon. Müsste eigentlich genug Kohle für beides kriegen, wenn ich hier mit zwei Sammlern blaues Tiberium und drüben mit zwei Sammlern grünes Tiberium. Orca bereit zum Abheben. Hole. Ungeeigneter Bauplatz. Dahin. Ausbildung. Brauchen wir auch nochmal 5 Stück. Dorthin. Orca bereit zum Abheben. Auf zur Front. So, jetzt habe ich 4. Mammutpanzer. 9. Hier sind noch 4 im Bau. Hier sind 5 im Bau. Das wird passen, denke ich. Ich muss ja nur zügig das Raketenlager zerstören. Mammut, einsatzbereit. Es kann losgehen. Und ich muss hier hinten mal schnell einen Turm bauen. Einheit wird angegriffen.
Goldene Kaserne. Wird gebaut. Auf sie! Auf sie! Mammut, einsatzbereit. Bringt uns hinter uns. Ihr müsst so ganz schnell diesen hier mit seinen Raketendingern zerstören. Und dann mal ganz schnell diesen Jeep, bitte. Zum Angriff! Feuer. Ganz fix, ganz, ganz fix. Neue Bauoptionen. Machen wir die Kaserne mal hier hin. Mammut einsatzbereit. Flieger, hier sind alle vier voll. Machen wir hier nochmal vier Stück rein. Da will ich mal gucken, ob ich vielleicht doch die Stromversorgung wieder unterbrechen kann da hinten. Mammut einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Orca bereit zum Abheben. So, hier mal die Kanone hin. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Was wollen die eigentlich immer alle von mir? Das sind natürlich neun Stück. Orca bereit zum Abheben. Okay, zwei Orcas fehlen noch. Und ich komme trotz der Bitte im Mammutbau kaum in Geldnöte. Gut, jetzt Bau schon. Und ich will hier mal ab. Mammut einsatzbereit. Ich stehe gerne die beiden Orcas haben. Irgendwas schießt da auf. Bereit zum Abheben. Bereit. Merkt ihr das gar nicht, dass ihr da beschossen werdet? Sag mal, Leute. Was ist überhaupt für ein Wagen? Strahlenkanone. Völlige Überlegenheit. Ja komm, ich habe jetzt 15 Mammutpanzer. Mammut, ich fange jetzt mal an, hier ein bisschen aufzuräumen. Auf sie. Hier, die Raketen kommt zuerst. Gruppentransporter. Dieser Nordstützpunkt ist gut gesichert, vor allem das Haupttor. Suchen Sie andere Zufahrten, um durchzubrechen. Ich brauche keine andere Zufahrt, dankeschön. Ich habe Mammutpanzer, 15 Stück, nur so zur Info. Feindliche Einheiten sicher. So, und zerstört das Ding. Achso, ich könnte mal eben finden, gerade ein das Railgun-Upgrade erforschen, ne? Nur mal so als Idee, dass es vielleicht einfach mal dann schneller geht, wenn ich das mache. So, hier kommen Leute, zerstört Team 1, bitte zerstört mir die Panzer hier. Los geht's. Das wäre sonst ganz schön dämlich, wenn ihr das nicht tut. Und volle Aggressivität hier, offensiv hier, da rein. Panzer bitte zuerst weg. Los geht's. So, guck mal rein hier. Kann ich ja nochmal ein paar nachbauen. Hier nochmal 5. Da nochmal 5. 5 habe ich gesagt. Meine Befehle. Die GDI ist durchgebrochen. Schlag Alarm! Auf sie! Macht sie fertig, überrollt sie! Ah ja, ja, ja. Ganz entspannt, ne? Hier, da ist ein Raketenschubber, schießt sie mal weg. Feindliche Einheiten in sich. Hier sind auch noch Raketenschubber, Leute. Ihr müsst mal das zuerst beschießen, was ich gefährlich werden kann. Macht sie fertig. Ich grüße Sie, Commander. Ich hoffe, Sie konnten Ihre bisherigen Erfolge auskosten, weil hier nämlich Ihre große Erfolgsgeschichte endet. Tut mir leid, Kane, ich muss dich leider enttäuschen. Tragisch, befürchte ich. Orca einsatzbereit. Alle Systeme online. Okay, ich fliege mal hier hinten rum. Neues Bonusziel. Einsatzziel erreicht. So, super. Dann könnt ihr auch zurück zur Basis. Jetzt ist die Atomrakete ja keine Gefahr mehr. Welche Notgebäude soll ich denn jetzt zerstören? Ich sehe hier nur noch Trümmer. Tut mir leid. Ach, die hier. Sag das doch. Und das hier. Los geht's. Mammut einsatzbereit. So, hier. Guck mal rein. Hier machen wir das ein bisschen kleiner. Feindliche Einheiten in Sicht. Kann ich mal noch ein bisschen ein paar Mammutpanzer noch nachschieben hier. Sind ja genug Sir. Wieder zurückgekommen. Hier, geht mal dahin. Ja, so. Mammutpanzer bereit. Hier rückt mal hier ein bisschen unterwegs. Rein, dahin. Macht da mal ein bisschen Kleinholz hier überall. Ach, hier, guck mal, hier sind die Waffenfabriken. Jetzt hoffen wir hier drüben hin und räumen hier mal ordentlich auf. Bin unterwegs. Diese Nordstrahlenkanone ist ja echt fluffig, ne? Also, diese. Ah, das Upgrade ist fertig. Cool. Mammut einsatzbereit. Dann kann ich ja noch besser hier Kleinholz machen aus den Jungs. Auf sie!
Geheimdienstdaten aktualisiert. So, hier hin, rein damit. Stört das mal alles. Los geht's. Ja, Sir. Hier hinten alles kaputt, die Kraftwerke, das Technologiezentrum oder was das hier ist. Forschungslabor heißt es, okay. Einheit wird angegriffen. Was? Wo? Unverschämtheit. Wir machen das hier hinten jetzt erstmal alles kaputt. Rücke vor. Ihr geht hier hin. Und ihr? Bereit. Geht dahin. Bin unterwegs. So. Brauchen Silos. Feuer. Echt, wo ist Silos? Komm, machen wir einen Panzer. Moin. Und auch noch, boah, guck mal, ist ich, Tiberium fällt abgebaut. Krieg so viel Kohlen rein, das ist blaue Tiberium. Ja, Sir. Dass ich schon Silos brauche. Rücke vor. Ja, Sir. Wisst ihr was? Ich setze die Sammelpunkte der Waffenfabriken. Mal. Mammut einsatzbereit. Dahin. Mammut einsatzbereit. So. Einheit wird angegriffen. Sieht das hier aus? Ist hier noch irgendwas von Nord? Sieht nicht so aus, dann fahrt ihr mal hier hin. Bin unterwegs. Und ihr? Wie sieht's bei euch aus? Panzer. Auch gut. Ja, Sir. Auch gut, hackt das hier alles mal auseinander. Huch, das sind ja Panzer. Wie gemein. Ziel wählen. Zu Aufstieg bereit machen. Setzen wir die Jungs hier noch hin. Mammut einsatzbereit. Ziel Mammut einsatzbereit. Einheit gefördert. So. Was mache ich denn mit meinen Orcas? Systeme online. Die fliegen mal hier hin. Jetzt ist hier keine Luftabwehr mehr im Weg. Habe ich ja inzwischen alles zerstört. Können die mal hier ein bisschen Kleinholz machen. Einheit wird angegriffen. Mammutpanzer. Luft, mir fällt gerade so ein. Kann ich mal meine Panzer hier drüber hin, hier bewegen. Sehen die mir gleich. Ja, ihr lieben Orcas, ihr freut mir eben zuerst. Der Turm fällt mir gerade so ein. War ein bisschen doof, dass ich da nicht sofort dran gedacht habe. Macht aber nichts. Spaziergang. Mammut einsatzbereit. So, ihr Mammutpanzer hier. Unzureichende Mittel. Unbesiegbar. Bereit. So, zack, hier drauf. Ach, jetzt habe ich das unzureichende Mittel oder was? Unverschämt Überlegenheit. Ja, Sir. Unaufhaltsam. So, jetzt haben wir die, auch, die haben hier hinten auch schon alles aufgeräumt. Hier sind aber noch Gebäude, die könnt ihr auch nochmal zerschrotten. Einheit wird angegriffen. Nähere mich. Der macht dann das Ding nochmal kaputt. Los geht's. Und hier könnt ihr auch nochmal ein bisschen was kaputt machen. Macht da. Und ihr könnt jetzt, na gut, okay, schießt erst auf die Raketenwerfer ein. Ja, Sir. Ah, okay, jetzt habe ich tatsächlich einen Panzer verloren. Schade. Was für ein Spaß. Auf dem Weg. Ja, Sir. So, dann rollen wir hier mal rauf mit den Panzern und. Meine Befehle. Hier geht's noch ein bisschen was zu kaputt machen. Macht sie platt. Was für ein Spaß. Feuer. Die Gebäude da hinten könnte man theoretisch besetzen. Mammut rückt brauche ich vor. Aber nicht. Hier noch irgendwas zu zerstören? Habe ich die Bonusziele schon abgeschlossen? Okay, alles klar, dann bleibt nur noch das da oben. Commander? Angriff! So. Dann hacken wir das hier mal auseinander. Ja, Sir. Gucken, ob sie das zerstören, bevor die Orcas da sind. Auf sie! Macht sie platt! Das wird Spaß. Und ja, es werden zerstört, weil die Orcas da sind. Und super, geschafft. Damit dürfte Nord in Ägypten Geschichte sein. Mission erfolgreich. Schauen wir mal, ob ich damit recht hatte. Mammut, einsatzbereit. So, zunächst einmal haben wir alle Missionsziele erfüllt. Dann haben wir alle Bonusziele erfüllt und. Wir haben auch alle Geheimdienstinformationen entdeckt. Sehr schön. Unbestätigte Berichte über den Einsatz von Massenvernichtungswaffen beunruhigen verständlicherweise die Menschen hier in Vancouver. Aber wie wir gerade gehört haben, konnte diese Gefahr in Nordafrika durch eine Reihe mutiger GDI-Angriffe gebannt werden. Nordeinheiten wurden in der Region zurückgedrängt. Wie wir allerdings auch erfahren haben, nähern sich Nordverbände inzwischen Sarajevo.
Es wird sogar spekuliert, dass heimlich ein neuer Nott-Tempel errichtet wurde unter den Ruinen des alten Tempels, der im Ersten Tiberiumkrieg zerstört wurde. Tut mir leid, aber ich betone, dass ich noch keine zuverlässigen Informationen über den Tempel in Sarajevo habe. Das haben Sie vom Casabat-Labor auch gesagt. Aber offensichtlich hatte schon irgendjemand diese Informationen. Offensichtlich. Aber ein simpler Kommunikationsfehler ist doch kein Grund für eine kontroverse Situation. Die Situation wurde bereinigt. Das versichere ich. Direktor! Heißt das, Sie treffen ab sofort alle strategischen militärischen Entscheidungen? So etwas nennt man voreilige Schlüsse ziehen. Hören Sie, werde ich etwa entscheiden, wie viele Panzer wir einsetzen oder welche Raketen wir abfeuern, welche unsere Tarnfarbe sein wird? Natürlich nicht. Aber ich werde ab sofort an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt sein. Glauben Sie mir, Nott wird ernten, was es gesät hat. Mr. Boyle hat in einem Punkt recht. Nord wird ernten, was es gesät hat. Die Saat der Vernichtung der GDI. Rechtschaffenheit kennt nur eine Loyalität, die mit den Unterdrückten. Mit unserer heiligen Bruderschaft, den Erben dieser ruhmreichen Tiberium-Welt. Seht zum Himmel, meine Kinder. Im Osten beginnt ein neuer Tag. Jene, die glauben, werden erlöst werden.